Heute würde mich eure Meinung zu folgendem Thema interessieren. Findet ihr, es soll Gefängnisinsassen gestattet sein, dass sie rauchen dürfen? Also jetzt nicht in ihrer Zelle, sondern generell im Gefängnis. Was? Das ist eine seltsame Frage. Ja. Genauso wie ihr hätte ich heute Morgen auch geschaut, wenn mir jemand diese Frage gestellt hätte, bevor ich den Artikel im Spiegel gelesen habe. Da ging es nämlich darum, dass 300 Gefängnisinsassen einen riesen Aufstand in Australien gemacht haben, denn es wurde ein Rauchverbot eingeführt. Ja, das ist so aufregend, da muss ich mich erstmal setzen. Ah. So, etwas gemütlicher. Also die haben einen riesen Aufstand gemacht, weil ein Rauchverbot eingeführt wurde. Die haben natürlich gewusst, dass dieses Rauchverbot kommt. Die wurden auch darauf vorbereitet. Es gab Präventionsmaßnahmen. Also da gab es extra Suchtberatungen und die wurden dann auch extra darauf vorbereitet, dass das alles passiert. Aber trotzdem haben die sich dann total darüber aufgeregt und haben die Gefängniswärter angegriffen. Die Polizei war da. Klar, die Polizei ist immer da, aber es war auch das Fernsehen da. Also ein riesen Pipapo, nur wegen dieses Rauchverbots. Und da wurde dann die Sache für mich dann doch etwas spannend. Da habe ich mich gefragt, okay, gut, diese Insassen, klar, die sitzen nicht ohne Grund im Gefängnis. Das heißt, sie haben irgendein Verbrechen begangen und sie sollen irgendeine Strafe bekommen. Aber zählt zu dieser Strafe auch wirklich, dass man ihnen ja das letzte Recht, zum Beispiel, also was heißt das letzte Recht, aber das Recht auf eine Zigarette nimmt? Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich nicht. Oder doch? Also was meint ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare, lasst uns mal drüber reden. Und vielleicht verratet ihr mir ja auch noch, seid ihr Raucher, wart ihr Raucher? Hashtag Smoker für ihr wart oder seid Raucher. Und Hashtag No Smoking, wenn ihr das, den Blödsinn nicht macht. Ich zu meiner Schande muss gestehen, ich habe früher auch mal geraucht, das ist schon lange her, habe dann von heute auf morgen aufgehört und es war nicht so einfach, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe es trotzdem geschafft und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, denn Rauchen ist doof und bringt nichts. Ja, also lasst uns in den Kommentaren mal darüber reden. Falls ihr Interesse habt, öfter mit mir zu diskutieren, abonniert doch mal den Kanal. Falls ihr jetzt dieses Thema extrem doof fandet, macht gar nichts, es kommt ein neues Video. Vielleicht ist da dann ein Thema dabei, wo ihr wirklich mal sagen könnt, hey, da müsst ihr was zu sagen. Deshalb hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut, bis dahin und ciao.